So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 3. Es geht instant weiter, ja. Wir wollen ja immer noch zur Heiligen Mission, ist immer noch zur Kirche zu gelangen. Ah, hier ist das Lastwagenwrack. Sehr praktisch. Und wie viele Millionen Gegner sind hier? Keine? Schade. Gut, wir brauchen Glühbirnen. Hoffentlich haben wir noch ein paar. Angelroute in die Mitte. Angelroute. ja, das sieht nicht so aus, als ob hier irgendwie viele Glühbirnen überlebt hätten. Oh. Hier ist wieder ein Rasenmäher. Ach, guck an, Leuchtturmglühbirnen. Meine. Nein, meine hat einen überlebt. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was wir damit anfangen können, aber ich denke mal, die müssen wir einfach nur, ne, in den Leuchtturm bringen und dann sind alle happy. Gut, gibt auch nur eine. Sehr schön. Sehr schön. Hätten wir das auch wieder geklärt. Da könnten wir ja eigentlich theoretisch zu diesem komischen Gefangenenlager weiter vorstoßen. Warning. Dötteldorf Detention Game. Warning. Military Clearance Area. Alpha. Two persons will be shot. Ja, ich will hoffen, dass ich erschossen werde. Alles andere würde ja keinen Spaß machen. Ja, ich merke schon, wie man beschossen wird. Also da oben was Feindliches. Achso. Aua, aua, aua. Wer und warum? Aha. Die Form. Ach, der Mr. Handy. Aua. Er will irgendwie alles Beef. Ach, komm an. So. Ja, ja, ich komme ja schon zu dir. Na, los, geh kaputt, du Mr. Guzzi. Mr. Guzzi Kutzi. Aha. So, jetzt bist du noch du dran, ne? Ja, ja, komm immer her. Immer ran hier. Immer munter und fröhlich ran. Dankeschön. Aua, noch eine. Ne, noch nicht. So, das war's auch mit dir, du Großkotz. Wild Ghoul Weaver, interessant. Und ich denke, wir kommen jetzt endlich mal den Mysteriositäten dieser Kugeln auf den Grund. Ich will da irgendwie nicht reintreten. Ich hab so Gefühl, dass sie giftig sind. Ach, Hallöchen, wer sind denn sie? Aua, der hat ja Granaten. Hilfe! Hilfe! Was sind das denn für Übermenschen? Wollen wir kommen die alle her auf einmal? Ja, okay, okay. Ihr seid Ghoule, ihr seid cool. Ihr seid die Ghoule, die ruhlen. Verstehe ich schon. Yay! Schlag mich doch bitte gleich 5 Kilometer weit weg. Da könnt ihr auch mal sterben oder so? Das wäre so vielleicht. Die nehmen nicht mal 1% Schaden. Was ist los mit euch? Ja, ist doch gut. Hör doch auf, in deinem Pimmel rumzuwackeln und hier noch einfach ins Inventar, Alter. Mach mich nicht aggressiv, du Wichser. Ich riss mal ein paar Stimpaks. Tun dir gut, habe ich gehört. Der nimmt halt einfach keinen Schaden, weißt du. Der schluckt und schluckt und schluckt und schluckt und schluckt. Kann doch nicht angehen. Was ist denn kaputt bei dir? Was ist denn bei deiner Entwicklung falsch gelaufen? Ja, ah. Hier hast du mal einen leuchtenden. Bumm. Hat sich ausgeleuchtet. Ja, okay, er ist tot. Brauchst du mich nicht 5 Stunden lang zu zwangen. Okay, danke. Na, endlich. Meine Fresse. Was willst du jetzt da hinten auch noch aus dem Maul? Das ist so ein schwuler Guler. Kommen die alle her, Alter. Kabum. Dann siehst du. Meine Güte, waren das endlich alle? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss recht mal gucken, ob man irgendwie noch irgendwie. Ne? Alien-Munition herkriegt. Weil die Waffe scheint ja hier das Allheilmittel zu sein. Ist ja was drauf. Nur ein paar Leichen.
paar Leichen, die mich nicht interessieren. Da, wie viel schlucken die denn auch? Das ist ja Alter. Wow. Oh, das heißt nicht Roboter, ne? Ey. Ist ja nicht mehr schön. Na, auch jetzt kommen ja schon wieder welche angeschissen. Ich glaub's ja nicht. Wo kommen die denn alle her, Mann? Könnte man die Tür zu schließen? Tut nie weh. Ne, die sind aber radioaktiv. Hab ich keine Lust drauf auf eure Radioaktivität. Oh, Jesus, Maria und Josef. Gibt's hier auch irgendwas Spannendes? Munition. Verschlossene Munition. Yay. Scheiße. Wir haben nur 5 Haarklammern. Langsam wird's kritisch. Klasse. Minigun-Munition, die wir nicht haben. Freut mich. Zerren kannst du auch noch behalten. Gut. Können wir hier in diese Hütte erstmal rein? Feuerzimmer A. Ah ja. Ihr hattet hier auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sehe ich jetzt schon. Uiuiuiui. Schnapsglas. Mhm. Ja, ja. Ich glaube auch, dass ihr hier alle sehr viel Spaß hattet. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja, das ist ein Geräusch. Ich glaube es ja nicht. Gut. Was haben wir hier? Feuerzimmer B. Ja, das sieht mir auch sehr spaßig aus. Da kann man doch schon Freude haben. Eine leere Spritze. Ja, ja, ne? Du hattest hier die beste Zeit deines Lebens, möchte ich mal behaupten. Warum fehlt ihm auf einmal ein Stück? Hä, verstehe ich nicht. Oh, der Lokus ist immer das Beste. Erstmal scheißen. So, dann haben wir ein kleines Scheißerchen genommen. Dann geht's ja auch weiter. Hier können wir nicht rein. Aber hier können wir rein. Schlafbaracke. Hallo. Überfall. Ich hoffe einfach mal nicht, dass hier drin noch was lebt. Deswegen renne ich immer so ein bisschen YOLO rein. Eine Truhe. Auch Aufklärungsrüstung. Cool. Brauche ich jetzt aber nicht so. Metro-Ticket. Yay. Es wäre mir auch ganz lieb, wenn mir irgendjemand eine Minigun geben könnte. Weil, dann könnten wir die direkt mal benutzen. Sowieso schon hier massenweise Munition dafür finden. Huch, fast übersehen. Ach. Nein, ich will nicht schon wieder Ledrich verschwinden. Beziehungsweise Haarklammern. So viel dazu. Ich bin einfach der geborene Idiot. Scheiße. So, kaputt ist mir doch egal. Ne, noch Stimpex. Okay, scheiße, ich glaube, wir waren da noch nicht drin. Eine andere Schlafbaracke, denke ich mir mal. Jawohl, Schlafbaracke B. Guck. Na, ihr hattet auch ganz viel Spaß, hm? Das sieht man euch förmlich an. Aber leider auch nichts Interessantes hier, ne? Ist ja ein Schweinerei Motorradbenzin, ne? Ja, doch, das ist doch schon was Interessanteres. Da fehlt halt nicht mehr viel. Für den Rösti. Ja. Dann nehmen wir nochmal die Baracke, wo wir nicht rein können. Gut. Hier ist ein Keller. Vielleicht ein Schausau, da will ich rein. Da will ich jetzt aber rein, ne? Oh, hier ist was Feindliches. Schnauze. Ah, und hier geht's nach unten. So, so. Wollen wir die alle öffnen? Leer, leer, leer. Oh, Yang Wan. Wan Yang. Überreste der Agentin Wan Yang. Sie haben die Überreste von Agentin Yang gefunden bei einer genauen Untersuchung und denken sie einen falschen Mackenzahn mit einem Mikrofilm, der die Selbstzerstörungscodes für das chinesische U-Boot enthalten muss. Ja, damit. Haha, Schlampe. Okay. Shenga, was haben wir hier für ein... Oh, ein Briefbeschwerer. Mensch, praktisch.
Mai Shen, Shen Mai, was auch immer. Interessante Überreste. Na gut. Sonst ist hier leider nichts mehr. Ein bisschen Red Away. Ein bisschen Blut, das wir eigentlich nicht brauchen. Aber hey. Metats. Wunderschön. Wunderschön. Dann gehen wir wieder raus und gehen wir mal in den eigentlichen Haupttrakt hinein. Wobei, da war noch ein Schalter, ne? Ich glaube, der öffnet einfach nur die Verbrennungsanlage da. Ja, das sieht mir aus wie so ein KZ. Ja. Hab ich's doch gewuscht. Na gut, lassen wir's mal brennen. Ich will jetzt noch nicht in den Tunnel reingehen. Ich will jetzt erstmal schauen, was wir da oben so Schönes haben. Im Häuschen selbst. Scheint ja ganz hübsch aus zu sein. Verwaltung. Was? Keine Zombies? Ja, Ghule natürlich. Alter. Halleluja, Sturmgewehre. Oh, Heckenschützengewehre. Ich sag mal, gar nicht mehr benötigt. Cool. Wenn man schon tausendmal bessere Sachen hat. Ne. Stimpack. Ja, auf breites Wasser will ich jetzt eigentlich nicht so haben. Ich denke trotzdem. Ja, weiter X können wir. Oh, Klammern. Oh, du bist die beste Kiste hier. Seit langem. Splittergranaten, Monitor, Mini-Atomen, Halleluja. Gepriesen sei der Haar. Der Haar sei gepriesen. Die Anspannungsbatterie brauche ich jetzt nicht so. Die Hüter können eigentlich auch alle behalten. Nö. Und Munition. Sehr schön. Eine Mülltonne mit Coca-Cola-Tonne. Hey, hallo, hallo, Coca-Colas, bitte. So. Tür. Peng. Was haben wir hier Tolles? Kronkorn, cool. Da ist Munition drin. Da ist gar nichts Interessantes drin. Da ist ein Safe, guck mal. Habe ich noch gefunden. Aha, eine Magnum mit Zielvorrichtung. Da haben wir da auch noch eine, ne? Können wir ja mal reparieren. Plopp. Terminal. Lager Turtledorf, Sicherheitsbefugnis Alpha. Aha. Alarm, mutmaßliche Spione in Chinesisch. Die Bundesbehörden haben eine neue Person auf unsere Überwachungsliste gesetzt. Dr. Jiang ist ein chinesischer Überläufer. Einbürgerungsbeamte in Norfolk haben seine Einreise bearbeitet, nachdem er von einem Handelsschiff gesprungen war, auf dem er als blinder Passagier mitgereist war. Jiang hatte offenbar schon Monate vor seiner Flucht mit einer Kontaktperson des Geheimdienstes der US-Marine in Verbindung gestanden. Er hat als Gegenleistung für seine Hilfe Informationen von dem vor unserer Küste untergetauchten U-Boot zu Bergen Immunität verlangt. Was? Jiang hält sich in Zimmer 1D des Homestead-Motels an der Strandpromenade auf. Es wurde uns ausdrücklich untersagt, einen Durchsuchungsbefehl für seine Unterkunft auszustellen, aber es wurde uns erlaubt, seine Aktivitäten in der Öffentlichkeit zu überwachen. Yay. Verhörberichte. Ach du Scheiße. Erstmal einen Schluck trinken, warte mal. So. Das Personal muss alle Erkenntnisse in dem Befehlshaber mitteilen, um sie nach oben weiterzugeben. John Doe, oder Doe John, Hunter hat mit dem überlebenden Besatzungsmitglied des chinesischen Spionage-U-Boots, das die Marine zu bergen versucht, eine weitere Runde in Verhörzimmer B zugebracht. Dieser Kerl ist für einen Rekruten von so niedrigem Rang außergewöhnlich standhaft. Man kann also nicht gerade behaupten, dass die Chinesen ihre Jungs nicht zu guten Soldaten ausbilden würden. Der hätte sich bestimmt genau wie sein Kapitän aus dem Staub gemacht, wenn die Cyanidkapsel in seinem Backenzahn kein Blindgänger gewesen wäre. Na, der Hunter und um die Befugnis gebeten hat, Verhörmethode B einsetzen zu dürfen, werde ich die Bitte morgen früh an Quantico weitergeben. Verhörmethode B also. Fehler, schief und vollständig. Ja, ja. Technischer Offizier verständigen. Ah ja, Yang ist am Nachmittag bei einem Verhör der Verhörmethode D gestorben. Der medizinische Sachverständige, der herangezogen wurde, bestätigte für die Unterlagen, dass Yang eines natürlichen Todes gestorben ist. Ja, ihre Leiche wird vorläufig unten im Leichenschauhaus im Spind TDE0181 aufbewahrt. Wir haben da unten kaum noch Platz und müssen in diesem Vierteljahr vielleicht schon bald ein paar Leichen entsorgen. Ja, bestimmt ist sie eines natürlichen Todes gestorben. Lageroperationsberichte, ach du Scheiße, Fluchtwegpatrouillen,
Brenner hat gestern nach dem Ausschalten der Lichter verdächtige Aktivitäten beobachtet. Offenbar hatten sich Gefangene in das Leichenschauhaus geschlichen. Zum Glück war Brenner klug genug, zuerst den Vorfall zu melden, statt die Gefangenen zu ergreifen. Wir wissen schon seit längerem, dass es im Keller einen Zugang zum septischen Abfluss gibt, über den man einen Fluchtversuch unternehmen könnte. Das Abflussrohr verläuft vom Lager aus ungefähr 400 Meter weit nach Südwesten. Naja, wir werden Stillschweigen darüber bewahren und in diesem Bereich Wache postieren. Die Gefangenen könnten jederzeit einen nächtlichen Fluchtversuch unternehmen. In der Zwischenzeit werde ich mir eine Ausrede einfallen lassen, um jemanden hinabzuschicken und nachsehen zu lassen, ohne Verdacht zu erringen. Ich will sie lieber auf frischer Tat erwischen. Fehler, schief und vollständig. Schade. Na gut, Geheimdienstdossier Yang Wang, Wang Yang, verstorben. Ach du Scheiße, Bekanntname, Festnahme. Einheimische Informationen aus der Gemeinde haben Hinweise geliefert, die zur Festnahme und Inhaftierung der gesuchten Ban Yang geführt haben, die auch unter dem Pseudonym 5 Klauendrache bekannt ist. Yang ist nach Erkenntnissen der DIA, eine chinesische Geheimdienstagentin, die seit einem Jahrzehnt in Amerika und Kanada operiert. Yang wurde zum Verhör in das Gefangenenlager Turtle Dove verlegt. Unsere Dienststelle hat strikt abgelehnt, vor der Presse und Diplomaten Kommentare abzugeben. Bitte holen Sie beim Verteidigungsministerium Ratschläge zu einer öffentlichen Verlautbarung ein. Fehlerarchiv und verstolpert. Achso, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja, das gehen wir ja doch schon an, ich sehe. Ja. Das haben wir ja schon irgendwo mal gelesen. Das brauchen wir ja nicht normal. Gut, hätten wir jetzt auch wieder geregelt. Kann man als Scheiß-Safe jetzt zu widmen. Ich brauche mehr Haarklammern. Eine Axt, yay. Ja, Kronkorken, Stealth-Boy, Frog-Griff, toll. Hat sich ja fast gelohnt. Ein Kampfhelm und eine Kampfrüstung. Ne? Ist jetzt nicht so mein Fable. Ist jetzt nicht so mein Fetisch. Ah, geht doch. Ja, hier Magnum-Money. Und noch mehr Magnum-Money. Und noch mehr Magnum-Money. Mamma mia. Können wir ja bald Magnum nachspielen. Haha. Gut. Was gibt's hier noch meines? Oh, das Scheißhaus. Verstehe. Warum ist Hefe im Mülleimer? Verstehe ich nicht. Ja. Sonst noch was? Ich glaube immer nicht so gut. Hätten wir das Gefangenenlager auch auf Erguss ausgedingst. Warum kommt's raus? Leckt mal ein bisschen. Wohin sollen wir denn jetzt Schönes gehen? Ach, jetzt sollen wir zum U-Boot gehen. Gut, dann reisen wir mal zum Pier, würde ich mal sagen. Aber oder zum Warenhaus. Ne, zum Hotel. Dann können wir gleich pennen. Aber bevor wir das machen, mache ich dann erstmal einen Cut und wir sehen uns erstmal im nächsten Part von Fallout 3 wieder. Es verspricht ja noch spannend zu werden. Wir werden ein U-Boot sehen. Uiuiuiui. Na gut, aber erstmal gehen wir nach Hause und pennen eine Runde. In 1D, weil es so schön aussah. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Fallout 3. Ich schlafe eine Runde. Gehören, lass mich nicht im Stich. 10 Stunden sollten reichen. Gut, bis dahin. Tschüss.